Ja, meine Freunde, ich bin jetzt gerade kurz in der Seitenstraße gegangen, um euch das Video zu machen, denn Marco Friedl hat seinen Vertrag soeben verlängert, vorzeitig verlängert. Er hatte ja noch ein Jahr Vertrag. Dieser ist aber jetzt verlängert worden. Das ist auch sehr, sehr gut so. Wie die meisten ja wissen, hat er nach der Zweitligasaison einen Transferanstieg gehabt, beziehungsweise einen Marktwertanstieg gehabt von um die 5 Millionen. Der ein oder andere hat ja schon so ein bisschen die Sorge gehabt, dass wir ihn verlieren. Nicht, dass ihr euch wundert, wir fahren die ganze Zeit Autos und so weiter vorbei. Deswegen, ja, jetzt muss ich aber erstmal keiner mehr Sorgen machen, denn er hat erstmal verlängert. Die große Frage ist, es gab ja mal irgendwie so eine Art Rückkaufoption mit Bayern. Ich glaube aber, dass die in diesem neuen Vertrag nicht mehr mit drin ist. Ich denke auch, dass die allgemein zeitlich limitiert war. So kann ich mir das nur erklären. Wenn ihr dazu mehr wisst, könnt ihr natürlich gerne mal unten reinschreiben. Tendenziell finde ich es sehr, sehr wichtig, dass Friedl geblieben ist, nachdem es so ein bisschen Probleme am Anfang letzter Saison gab mit ihm. Perfekt, jetzt wird es hier mal lauter. Ja, hat er sich dann doch sehr, sehr gut gemacht. Ist zu einer richtigen Stärke, zur absoluten Stammkraft in der vergangenen Saison geworden. Man hätte sich eigentlich die Saison kaum noch ohne ihn vorstellen können. Und insofern, ich bin sehr, sehr froh, dass er bleibt. Ich glaube, dass sowieso die neue Vierer- bzw. neue Dreier-Innenverteidigung wird Friedl, Niklas Stark im Zentrum und Pieper rechts in der Innenverteidigung in dieser Dreierkette, schrägstrich Fünferkette. Und jetzt ist eben die große Baustelle, dass eben die zwei Außenverteidiger noch kommen müssen. Schreibt mir gerne zu all dem eure Meinung in die Kommentare. Schreibt auch mal rein, was ihr glaubt, wie die Innenverteidigung demnächst aussehen wird und auch wie lange der Vertrag von Friedl geht, denn das konnte ich jetzt nicht finden. Ich habe nur gesehen, dass er eben verlängert hat. Aber es wird mit Sicherheit auch irgendwo stehen. Das heißt, den Kommentar werde ich einfach mal anpinnen dann, dass das für alle klar und ersichtlich ist. Ich sag euch, die gucken, ich sag, wollen ärgern. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, und dann bin ich hiermit erstmal wieder raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr kommt auch gut ins Wochenende. Das ist erstmal eine sehr, sehr positive Nachricht von unserem Marco Friedl.